Aber ich habe mich dazu entschlossen, auf der Bühne eine Frau zu sein, weil ich von meiner frühesten Erinnerung immer von Frauen fasziniert war. Und für mich das logischste Ventil war, von dieser Diva, von der ich vorher gesprochen habe, auf die Bühne zu bringen. Ich kann vieles nicht nachempfinden, was Frauen empfinden, rein biologisch betrachtet. Ich fühle mich, wie vorhin schon gesagt, Frauen definitiv sehr, sehr nahe und waren wohl, ja, seit ich denken kann, eine Inspiration und ein Weg für mich zum Wachsen. Frauen sind für mich ein Kunstwerk. Wie ich vorhin gesagt habe, ich beschäftige mich mit Frauenbildern in verschiedensten Ausführungen. Und ich bin dadurch definitiv mir selbst ein Stück näher gekommen. Die Entscheidung, eine Frau zu sein und eine Frau zu interpretieren in der Öffentlichkeit und die Illusion so gut als möglich aufrechtzuerhalten, welche natürlich auch nur Klischees sind, die ich darstelle, haben auch mich selbstbewusster gemacht, was meinen Körper anbelangt. Als schwuler junger Mann ist man in einer Community, wo, ich möchte behaupten, 90% aussehen wie aus einem Katalog. Trainiert, wunderschön, wahnsinnig lustig, unfassbar charmant. Und da denkt man sich dann mit 51 Kilo, ich meine, ich sollte ins Fitnessstudio. Das habe ich getan, mein Körper hat sich erfolgreich gewehrt. Mein Körper hat gesagt, nein, wir werden zwar ein bisschen muskulös, aber das machen wir nicht mit. Als ich dann zur Frau wurde auf der Bühne, dachte ich mir, aha, das war der Plan. Ich habe schon Madonna-Arme, aber es hätte auch schlimmer aussehen können im Kleid. Und tatsächlich habe ich meinen Frieden gefunden mit meinem Körper. Und ich fühle mich unfassbar wohl. Und das war ein Riesengeschenk, das ich ihm gemacht habe. Meine ich.